Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es könnte sein, dass wir nicht demnächst, aber in naher Zukunft vielleicht die Original World's Edge Version wieder bekommen könnten. Und da gibt es aber einen kleinen Haken. Aktuell soll das nur für die Custom Games geplant sein. Die Custom Games ist wirklich nur oder ist den meisten von uns vorbehalten. Die meisten Pro-Gamer, großen Streamer haben diese Funktion und können Custom Games starten, können sich 60 Leute ihrer Wahl dann ihre Lobby in ihre private Lobby reinhauen, können Tournaments starten mit ihren Fans und so weiter und können da starten. Dafür soll das vorbehalten sein. Oder denen soll das vorbehalten sein. Nicht vorbehalten, ich verwechsel mal vorbehalten. Uns ist es vorbehalten. Die Großen, die bekommen die Funktion oder haben die Funktion, was ich sehr, sehr ärgerlich finde. Wie kam diese Idee überhaupt auf? Es gibt die Apex Legends Global Series. Das ist ein Tournament mit Preisgeld und so weiter. Da können sich die besten Squads messen. Und die ganzen Pro-Gamer haben eine E-Mail bekommen von Respawn. Und dort geht es um eine Abstimmung, ob in den Global Series auch Olympus mit aufgenommen werden soll. Und da hat sich jemand zu Wort gemeldet und meint, es wäre doch eigentlich viel geiler, wenn wir original Kings Canyon und original World's Edge in das Tournament mit aufnehmen könnten. Darauf meldete sich Andrew Hewitt, Mitarbeiter, ein großer Mitarbeiter oder ein hohes Tier bei Respawn und meinte, dass das so definitiv nicht vorgesehen ist. Aber für private Matches soll das in Planung sein, was ich sehr, sehr interessant finde. Moment, falsches Bild. Und er meint, er hofft auch, dass andere ältere Versionen der Maps für die ganze Geschichte, für die privaten Lobbys mit eingefügt werden, um Community Tournaments zu unterstützen. Aber er schreibt auch im gleichen Atemzug ganz zum Schluss, er bezweifelt, dass wir für normal Publics und Ranked zum Beispiel die alten Maps jemals wiederbekommen. Ausgeschlossen ist wahrscheinlich nicht, dass das vielleicht mal als Event so sein könnte, aber es soll in Arbeit sein. Aber das Problem, wie viele von uns kennen großen Streamer, mit dem wir zocken können, damit wir die Gelegenheit haben, diese alten Maps auch zu zocken. Deswegen wäre es doch geil, wenn auch ein paar kleinere Streamer, wie ich zum Beispiel, oder der Allgemeinheit diese Funktion auch freigeschaltet wird, weil ansonsten haben wir alle nichts davon. Vor über einem Jahr gab es da mal das Thema mit den Custom Games und ich dachte mir, was ist das Problem? PlayStation, Xbox gibt es die Scheiße immer noch nicht. Warum? Ich weiß gar nicht, ob es bei größeren Streamern auf der Konsole diese Custom Games auch gibt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nur für PC-Leute. Wenn sich da jemand vielleicht ein bisschen besser als ich auskennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Da bin ich tatsächlich wirklich nicht so hinterher, weil ich weiß, bei mir ist es eh nicht freigeschaltet. Deswegen hat mich das bis jetzt leider so gar nicht interessiert. Jetzt gibt es aber einen richtig geilen Tweet von Apex Legends News auf Twitter. Eine sehr große News-Seite. Und ich weiß auch, dass Respawn das täglich verfolgt und weiß so ein bisschen, was die Community will, auch wenn sie vieles überlesen, meiner Meinung nach, aber darum soll es nicht gehen. Und zwar gibt es die Idee, und ich glaube, diese Idee ist mit dem, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen einhergegangen und dadurch entstanden. Und zwar die Idee, dass wir Wochenend-Playlists für die Original-Map-Version bekommen in Rotation, was weiß ich. Samstag geht's los oder Freitagabend 2 Stunden Original Kings Canyon Season 0 oder Season 1 oder und dann 2 Stunden später Season 3 Original World's Edge. Das wäre doch der absolute Hammer. Und ich bin der Meinung, wenn die das so zurückbringen würden und auf die Community hören, das könnte Apex Legends wieder so ein Stück weit ins rechte Licht führen. Sind wir mal ehrlich, mal kurz ein bisschen Real Talk. Viele haben Apex Legends dem Rücken gekehrt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das Holobash-Event gerade nicht wäre, ich würde Apex nicht anfassen, weil es mich so abfuckt. Sounds scheiße, Matchmaking scheiße, vieles scheiße und irgendwie kriegt es Respawn nicht so ganz gebacken, was ich sehr, sehr schade finde. Und es gibt nur so ein paar Sachen, die sich die Community wirklich wünscht. Aber manches wird halt eben nicht umgesetzt. Und das wäre der Hammer. Und wenn es nur fürs Wochenende ist, aller 2 Stunden seine Favorite Map in der Standardversion Skulltown zu suchten und nicht wieder zu warten, bis wir irgendwann mal Kings Canyon After Dark bekommen. Was ich den größten Blödsinn finde, ist meine persönliche Meinung. Das ist zwar geil, mal wieder Skulltown im Dunkeln zu spielen, aber jedes Mal, zweimal im Jahr darauf zu warten, dass wir für 2 Wochen Kings Canyon After Dark zocken können, nur um Skulltown mal wieder zu suchten. Ihr kennt's, wenn wir Kings Canyon ein halbes Jahr in dieser oder in dieser Version nur zocken können oder einmal im halben Jahr, so rum, sorry für den Wortfasching jetzt. Was passiert ständig, wenn wir aus dem Jumpship fliegen? Die ganze Menschheit landet in Skulltown und das macht auch keinen Spaß, weil du keinen Stich siehst. Und wenn wir einmal im Wochenende
oder das ganze Wochenende jeweils Rollout-mäßig das so bekommen würden, die Funktionen. Meine Fresse, Apex wäre so ein Stück weit wieder gerettet. Ist meine Meinung, Season 7 hat viele sehr gepusht, aber nach den ganzen Soundbugs und so weiter und so fort, reden wir nicht weiter drum. Gebt mir mal ein Feedback für dieses Video, wie ihr diese Funktion finden würdet. Und auch das mit den Custom Games wäre wirklich eine wirklich feine Sache. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Langes Wochenende gehabt. Ich habe jetzt in den letzten 24 Stunden, ich glaube, 15, 16 Stunden gestreamt. Deswegen bin ich noch ein bisschen durcheinander. Danke übrigens an den Support für alle, die dabei waren. War wirklich sehr, sehr geil das Wochenende. Okay, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen laber, würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es jetzt von mir. Noch einen schönen Rest Sonntag. Haut rein. Ciao.